Hallo und herzlich willkommen zurück zu Sims 400 Baby Challenge. In dieser Folge wollen wir uns wieder ein bisschen vermehrt um die Jugendlichen hier kümmern, indem wir sie halt ein paar Fähigkeiten leveln lassen. Ja, Fähigkeiten leveln lassen. Und dann noch Hausaufgaben machen lassen, damit wir sie so schnell wie möglich altern lassen können. Ja, du wirst ein paar Gruselkekse hier halt essen. Oh! Emma, was ist denn los? Bist du krank? Sieht so aus. Nimm dir einfach mal die Medizin. Vielleicht wird das Baby was in dir, das war total krüppelt da deswegen rauskommen. Weil die falsche Art von Medizin nimmst, aber. So. Das war dann das. Ja, du gehst das hier mal verkaufen. Du gehst das hier mal verkaufen. Ja, du kannst ruhig pinkeln gehen. Das habe ich kein Problem mit. Ja, ich wollte schon gerade sagen, zieh dir mal die Hose hoch. So, dann machen wir hier eine schöne Malrunde. Oder einfach mal alle so ein bisschen. Ja, ein bisschen malen, ein bisschen miteinander quatschen. So, mittelgroßes klassisches Gemälde. So, sie ist hier mit den Keksen fertig. Das heißt, sie wird auch mal ein mittelgroßes klassisches Gemälde machen. Und Ingrid. Ingrid geht erstmal aufs Klo. Und wird danach. Boah, keine Ahnung. Geige üben. Oder ne, im Chatroom für Kinder. Wird sie dann abhängen. In Hoffnung, dass da keine Pädophile nach ihrer Adresse fragen oder sowas. Über Träume reden. Wir können auch währenddessen quatschen, oder einfach nicht. Wollte schon sagen. Habe ich doch schon öfters gesehen, dass Malen des Sims nebenbei auch quatschen. Kanshu Mitsel Paguna. Huta Pyblorid. Ah. Abnu Smishy. Brugi. Finia Payfim. Skoompa. So, danach muss Emma wieder was essen. Ja. Always. Always. The fucking cake. Ach ja, stimmt ja, die Pflanzen hier. Ach, die sehen noch in Ordnung aus. Kann Lena ja auch machen, die Pflanzen gießen. Ja, mal bewässern. Ernten muss, glaube ich, noch nicht gemacht werden. So, danach kannst du Käsebrot essen, danach gehst du wieder aufs Klo. So. Ja, Laura, was kannst du denn so Schönes machen? Ich weiß es auch nicht, mach einfach, was du willst. So, du bist fertig, Angelika. Dann verkauf mal hier dein Bild. So, machen wir eine schöne Runde Geld verdienen für den Haushalt.
Luray. Geht's denn jetzt hin? Ach, da. So, ich werde die nochmal wieder ein bisschen aufräumen. Na, gehst du da wohl rein in den Mülleimer? So, schon besser. Auch wenn anscheinend der Wert des Hauses dadurch sinkt. Okay. So. Angelika ist jetzt auch fast bei Level 3, glaube ich. Ja. Level 3 muss sie ja haben. Geht sie was essen, dann machst du halt noch Hausaufgaben. Ich kann Geräusche mit meiner Nase machen. Ja, ist halt ein Kuchen. Danach wirst du Hausaufgaben machen. Wo ist Emma denn? Na, die ist noch am Essen. So. Das Bild wirst du jetzt noch fertig machen und dann... Dann sollte das für dich reichen. Das klingt irgendwie komisch, das Geräusch. Okay, auf dem Bild hat Fiona irgendwie so viel... Weiß nicht. Solche Hamsterbacken. So, bist du fertig? Ja. Ja, und Fiona auch. Fiona ist auch fertig mit der Welt. Dann wirst du hier die Bücher mal verkaufen. Dann wirst du hier mal aufs Klo gehen. So. Und danach wirst du dir was zu essen holen. Und das vom Fernseher essen. So, und Emma, wie sieht's bei dir aus? Okay. Okay, was auch immer du möchtest. Ich meine... Ja. Würde es dem Baby schaden, würde es vom Spiel aus nicht funktionieren. Los, Emma, du schaffst das! Uisch, genau. Immer weiter, nicht aufgeben, nicht aufgeben. Sehr gut. Du stinkst zwar jetzt wie ein Elch, aber das ist egal. Was ist mit Ingrid los? Sie hat Hunger. Ja, dann hör doch mal auf, hier mit irgendwelchen Pädophilen zu chatten. Geh stattdessen was essen. Okay, Angelika. Ach ja, habe ich ihr, glaube ich, gesagt, die soll das machen. Ja. Hast du gerade ein bisschen mit Fiona jetzt im Kopf verwechselt. Okay, du guckst freiwillig eine Kindersendung, okay? Ja, okay. Sch, 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 sch.
Mit den Geräuschen, die meine Nase gerade macht, fühle ich mich wie Dr. Kelso. Also sich irgendwie die... Als er von Dr. Cox voll eins auf die 12 bekommen hat. Und seitdem immer seine Nase immer so quietscht. So. Da muss ich mich gleich erstmal drum kümmern. Ja, erstmal ruhig das Eis. Okay, duschen war es schon. Ach, die sind alles zu blöd, um Eis zu essen. Laura langweilt sich zu Tode, wenn sie nicht arbeiten muss, habe ich so das Gefühl. Was will sie denn hier haben? Etwas zum Wert von 500 Simoleons. Ja, kann man bestimmt irgendwo auftreiben. Ach. Was ist das denn? Ach, Spieltisch. Ach ja, stimmt. Gibt's ja jetzt auch. Ich weiß noch nicht, wo ich die hinmache. Kann ich ja hier an die Ecke machen. Oder hier auf dem Balkon. So. Hallo? Spiel? Danke sehr. Mach ich so. Das wäre noch eine andere Farbe. Ja komm, machen wir so blau. Aber wir machen hier den Stuhl ein bisschen anders. So, hier und dann du wirst wieder blau. So. Weil es war nicht das, was sie wollten. Für den Wert, den sie wollten, aber ist mir halt gerade so ins Auge gestochen. Dag, Dag. Dag, Dag. Ha! Pandele. Lindsay Nurska. Vinib Nitva. Ha, Floopy. Skooma. Oh, and Fora. Nibs. So, Fiona, wie sieht's mit deinem Level hier eigentlich aus? Ah, eins brauchst du noch. Dann mal hier nochmal. So. So, und dann haben wir auch die ganzen Teenager hier soweit auf Level 3. Sie muss Sozialfähigkeit auf Level 4 bekommen, um dann irgendwann eine 1 zu bekommen. Aber das geschieht meistens ganz von alleine. Verschönern ihr mal den Tag ein bisschen. Einmal eine Geschichte erzählen. Über Schule reden. Und so weiter und so fort. So. Boah, immer, das dauert immer noch. Ja. Aber drittes Trimester erst schon in 2 Stunden. Also so lange dauert es jetzt nur noch gar nicht mehr. Wie sieht er guckt jetzt auf dem Bild? Also ein bisschen wahnsinnig. Oh, Wavine. Bethete Shimagra. Grinoi Foibi. Wabarani Zimze. Bayumi. Jospa Xin. Oh. Okay, Laura ist jetzt erwachsen. Die wird jetzt traurig sein. Habe ich jetzt komplett verschwitzt, dass sie jetzt Geburtstag hat. Da muss ich ganz ehrlich zugeben.
So, Ingrid. Ach, die geht jetzt, die macht jetzt ein Nickerchen. Okay, Lena ist lang gelangweilt. Geh erstmal duschen. Und danach gehst du essen. So, einmal hier. Was machst du hier so Schönes? Ja, Regen. Regen zeichnet sie. Oder malt sie. Ja, ist ja auch ganz hübsch, ne? Und da ist so ein kleines Häuschen noch, ein Berg. Und ein Schloss im Hintergrund. Ja, kannst du mal hier schnell verkaufen? Jetzt kannst du machen, was du willst. So, Emma. Stimmt, ja, ich wollte mich hier ein bisschen um Laura kümmern, damit ich hier diese. Beate Mexler hat jetzt ein Baby geboren. Okay. Was willst du denn machen? Mit sich selber reden? Wo ist er denn? Ach, sah. Ach, da. Ich sah. Ups, hab ich jetzt mit meinem Headset an den Popschutz gekommen. Ich hoffe, das hat man jetzt nicht allzu krass gehört. So, das kommt hier mal in Müll. Zack, dankeschön. Ich glaube, wir ziehen mal in der nächsten Folge mal um die Häuser. Ist irgendwie so ein bisschen langweilig den ganzen Tag nur zu Hause. Ha. Aber die Entbindung ist halt schon bald. Das dauert nicht mehr lange. Die fährt anscheinend voll auf ihr Antikalorien-Eis ab. Was willst du denn? Hey! Ja, okay. Geh mal zum Geburtstag deines Vaters. Und ja. Man sieht sie, wenn das fertig gelagert hat. Bis gleich. So, da sind wir wieder. Ingrid ist bei der Geburtstagsfeier ihres Vaters. Erstmal gratulieren. Wer ist denn noch so alles da? Gustavo Papst. Joao Silva. Glebitube Fuinta. Okay. Oh, wer kommt denn jetzt da? Hugo, ach ja, den hatten wir schon. Ja, stell ich mal hier den Leuten hier mal vor. Also für ein Caterer bist du aber ganz schön ungeschickt hier mit dem ganzen Kochzeug. Wer ist denn das? Wer ist denn da so traurig? Ach, der Typ, oder? Ne, Miroslav Klose ist traurig. Was, wieso? Wieso bist du denn so traurig, Klose? Was ist denn los? Hast du ein Spiel verloren, auf ganz bittere Art und Weise? In Heidenheim zufällig? Ich glaube nicht, dass er in Heidenheim verlieren würde. Ich glaube nicht, er würde in Heidenheim überhaupt noch spielen. Na komm. Was ist denn los? Hier nochmal ein bisschen den Tag verschönern, versuchen ihn ein bisschen aufzumuntern. Er ist ja schließlich der Vater eines Geschwisterteils, Lauf von Fiona. Jetzt ist er wieder gut drauf. Das ist doch schön zu sehen. Na komm, machen wir Geburtstagskerzen dazu. Ist jetzt schließen Geburtstagskuchen. Okay, muss ich nicht mehr machen. Aber ausnahmsweise hat ein Caterer wirklich mal seinen Job gemacht. Ich war schon bei Geburtstagspartys, wo der Caterer halt die ganze Zeit nur Fernsehen geschaut hat und sich mit anderen unterhalten hat.
Und als ich dann den Kuchen weitermachen wollte, hieß es dann, nein, mach das besser nicht, das dulden wir nicht. Und ich denke mir so, oh, ich will doch nur helfen. Oh gut, in der nächsten Folge wird er halt weitergefeiert. Da wird, was ist denn jetzt? Da wird er zum Erwachsenen. Man sieht sich dann. Bis dahin und ciao.